Herzlich willkommen. Wir wollen heute mal einen Schmandkuchen backen und dazu brauchen wir für den Boden folgende Zutaten: 180 Gramm normales Mehl, 60 Gramm Zucker, 80 Gramm Butter, ein Ei, ein Backpulver und ein Vanillezucker. Anschließend geben wir die Zutaten alle in die Rührschüssel und verrühren das Ganze zu einem Teig. Das Ei habe ich also jetzt zu dem Mehl und die Butter habe ich auch dazu. Dann gebe ich noch den Zucker dazu. Den Vanillezucker. Und das Backpulver. Das wird jetzt also der Boden und dann verrühre ich das Ganze. Anschließend bereiten wir eine runde Kastenform vor und fetten diese innen ein. Jetzt geben wir den Teig in die Form und drücken ihn gleichmäßig aus dem Boden. So, nun haben wir den Boden glatt gestrichen und etwas Mehl zugegeben, damit es sich besser ausstreichen lässt. Anschließend bereiten wir den Belag vor mit 150 Gramm Zucker, 2 Puddingpulver und 500 Milliliter Milch. Das Ganze verkochen wir kurz, also das Puddingpulver, den Zucker und die Milch, sodass ein schöner Belag entsteht. So, nun verkochen wir den Pudding mit der Milch und dem Zucker. Dazu muss man schnell rühren, unterrühren am besten, zugeben alles und kurz aufkochen. Es verbrennt also sehr schnell, muss man aufpassen. So, und jetzt den Zucker. Nachdem der Pudding kurz aufgekocht wurde, geben wir 3 Becher Schmand hinzu zu dem Pudding und verrühren ihn gleichmäßig. Nachdem die Masse gut verrührt wurde, geben wir sie auf den Tortenboden in die Kastenform. Nach einem Glattstrich geben wir noch einige Mandarinenstückchen auf die Oberfläche. Nach einem Glattstrich geben wir noch einige Mandarinenstücke auf die Oberfläche.
Anschließend heizen wir den Backofen vor bei 200 Grad und backen den Kuchen im unteren Bereich des Backofens. Und nach circa 40 Minuten schauen wir, ob der Kuchen fertig ist. Nachdem der Kuchen fertig gebacken ist, kann man je nach Bedarf einen Tortenguss klar noch oben drauf geben, wer möchte. Einfach nach Anleitung zubereiten und draufgeben.